Wenn ich durch eine Ortschaft fahre, frage ich mich oft, was wohl an dieser oder jener Ecke in der guten alten Zeit gewesen war. Alles um uns herum ist in ständigem Wandel. Nichts bleibt, wie es ist. Vieles verschwindet einfach in der Vergangenheit und wird vergessen. Doch es lohnt sich, den Blick zurückzurichten und die Gedanken in die Vergangenheit schweifen zu lassen. Die Geschichte, die ich heute erzähle, handelt von einem alten Schuhmacher, der sein Leben der Reparatur und der Anfertigung von Schuhen gewidmet hatte. Eugen Geiser lebte und arbeitete in einem Dorf nahe Plietzhausen. Gniebel, heute ein Ortsteil Plietzhausens, ist mit seinen malerischen Häusern ein Kleinod der schwäbischen Dorf- und Wertegemeinschaft. Geboren am 26. September 1907, wuchs er schon von frühester Kindheit an hinein in das Leben eines Schuhmachers. Da sein Vater der Schuhmachermeister des Ortes war, blieb es nicht aus, dass Eugen ihm in dieses Handwerk folgte. 50 Pfennige waren sein Monatslohn als Lehrbub. Nach seiner Gesellenprüfung war es fast selbstverständlich, dass er den Meistertitel anstrebte, um später die väterliche Werkstatt zu übernehmen. Mit 31 Jahren hatte er dieses Ziel erreicht. Am 23. Februar 1938 legte er vor der Handwerkskammer Reutlingen seine Meisterprüfung ab. Vom Kriegsdienst freigestellt, reparierte und flickte er nun Schuhe aller Art. Neue Sohlen, Absätze, Keile, eben alles, was verhinderte, dass ein Schuh auseinanderfiel. Für Kriegsversehrte mit Fußverletzungen stellte er Sonderanfertigungen her und erlangte so durch Geschick und Handwerkskunst eine hohe regionale Bekanntheit. In seiner warmen, gemütlichen Werkstatt trafen sich abends nach getaner Arbeit die Männer des Dorfes, um ein Schwätzle zu halten. Wir schreiben das Jahr 1991. Eugen Geiser arbeitet wie jeden Tag in seiner Werkstatt. Nicht mehr so produktiv wie früher, doch immer noch mit so vielen Aufträgen ausgestattet, dass er sich den ganzen Tag damit beschäftigen kann. Es sind kleine Arbeiten. Alte Schuhe mit neuen Sohlen auffrischen oder Nähte nachnähen. Nichts Unmögliches. Einfach nur altes Handwerk. Eugen Geiser ist stolz auf seine Arbeit. Hat er doch im Laufe der Jahrzehnte unzähligen Kunden die Mobilität erhalten. Reich ist er dabei aber nicht geworden. Denn als Menschenfreund war ihm die Zufriedenheit seiner Kunden oftmals wichtiger als sein Geld. Aus seiner Werkstatt wurde bald ein Schuhgeschäft für Schuhe aller Art. Doch die immer schneller werdende Mode in den 60er Jahren brachte das aus für sein Geschäft. Und so musste er sich eine andere Arbeit suchen. Doch die Schuhe ließen ihn nicht los. In der Reutlinger Firma, in der er nun arbeitete, brachten ihm seine neuen Arbeitskollegen täglich ihre kaputten Schuhe. Die schleppte er säckeweise mit nach Hause und reparierte sie während der Nacht für ein Trinkgeld. Es kam sogar vor, dass Leute aus Norddeutschland auf ihrer Urlaubsreise in den Süden bei ihm Station machten, ihre kaputten Schuhe ablieferten und auf ihrer Rückreise wieder abholten. Immer mehr Kunden aus Reutlingen und Umgebung brachten ihre Schuhe zu Eugen Geiser nach Gniebel. Da er nie Nein sagen konnte, erstickte er fast in seiner vielen Arbeit. Mehr als einmal musste seine Werkstatt geschlossen werden, damit er alles aufarbeiten konnte. Er arbeitete in seiner Werkstatt, bis er über 84 Jahre alt war. 1994 verstarb er im Alter von 88 Jahren. Seine Werkstatt wurde im Jahre 2012 im Ahnenhaus Plietzhausen originalgetreu wieder aufgebaut. Es ist dann doch etwas stiller geworden in seiner Werkstatt.
Neben alten Akten aus den 60er Jahren türmen sich Berge von Schuhen, die keiner mehr abholt und von denen heute keiner mehr weiß. Vier Bar, sechs Gas. Für die wenigen, die sich noch in die Werkstatt verirren, ist es dann ein echtes Geduldsspiel, bis die richtigen Schuhe gefunden sind. Sein System aus Nummern und alten Tragetaschen ist dann doch nicht mehr so perfekt, sodass manche Suche letztendlich etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Nummer 1 und Nummer 2. Das sind mehrere Tragtaschen für eine Schnur. Eine Schnur, mehrere Tragtaschen. Der goldene Meisterbrief. 1988 erhielt ihn Eugen Geiser für seine 50 Jahre dauernde Tätigkeit als Handwerksmeister. Direkt daneben der Meisterbrief aus dem Jahre 1938. Anlässlich einer Ausstellung 1991 im Ahnenhaus Plietzhausen hat sich Eugen Geiser bereit erklärt, nochmals nach alter Art, so wie gelernt, ein paar Schuhe anzufertigen. Schauen wir ihm doch ein wenig dabei zu. Die Hinterkappe, die hier eingeklebt wird, ist bei Maßschuhen und Schuhen aus festem Leder notwendig, um dem Schuh von innen einen festen Halt zu geben. Dabei heißt es aber vorsichtig sein, denn Kleber auf der Außenseite des Oberleders wäre ein herber Qualitätsverlust. Den Kleber gab es damals von mehreren Firmen. Geheißen hat er Hirsch- oder Bärenkleber. Das ist ein wasserlöslicher Kleber, der ins Leder eindringt und die Lederschichten untrennbar verbindet. Mit einer Spitze wird das Leder durchstochen und eine Schnur eingezogen. Einfach darum, damit die Lederschichten nicht verrutschen, sobald der Schaft über den Leisten gezogen wird. Auch in die Fußspitze kommt eine Vorderkappe. Das hier verwendete Oberleder wurde von Eugen Geiser zugekauft. Schon lange hat er damit aufgehört, diese aufwendige Arbeit selbst zu machen.